gucke ich jetzt halt einfach. Es war bei Amazon war es für 444 € drin. Und dann in den anderen Anbietern so vom Amazon Marketplace so neu, kosten sie irgendwie 160 oder sonst was. Ja, aber das ist ja noch ein einigermaßen angemessener Preis. Aber 444 €, warum? Ja. Du guckst jetzt aber bei, ja, ich wollte gerade sagen, bei Amazon Deutschland musst du Willst du gucken, wissen, was sie in England kostet? ne? Ja, sag mal. Willst du Deutsch drauf haben? Willst du Deutsch drauf haben? Ja oder nein? Ja, Es gibt zwei verschiedene Boxen. wir. Ja, komm, es gibt eine etwas hübschere. Die kostet auch über 200 €. Ja. Weit über 200 ein bisschen. Und die günstigere, die kostet noch nicht mal, also ungefähr 80 plus Versand. Aha. Also die ist relativ viel. Deswegen sage ich ja, die UK ist meistens günstiger. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein. Collector's Edition kostet auch 120 Pfund. Wird Ja. wahrscheinlich der Grund sein, dass sie die nochmal raushauen in der etwas billigeren Verpackung oder so. Okay, weil ich habe mich echt schon gewundert, weil ich meine, wer gibt bitte 444 € dafür aus? Also, Ja, ist ganz schön keine teuer. Ahnung. Puh. Warte mal, guck ich mal ganz kurz. Ich meine, ich vielleicht, wenn ich Geburtstag habe oder so und mir das schenken lasse, aber ansonsten. Oder Blu-ray, die fand ich im Blu-ray, mal sehen. So. Hier ist sie doch, 80 €. 80. Fertig in 13 bis 14 Tagen, ja. Ja, Die aus Amazon UK. Nee, die Deutsche, 79,99. Das ist die etwas nicht mehr so schöne Box. Die schöne Box kostet Drittanbieter 186 und von Amazon selbst 444, wie du sagst. Ja. Und die andere kostet 80. Die kommt aber, entweder haben die so wenig da gepresst, oder wie ist das? Wie wollen die das? Ja, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich war nur ziemlich geplättet, als ich gesehen habe, so eine 444 €. So, hä? Das ist ja mehr als eine Xbox One plus Nee, Spiel. halt, ich hab und hoch, zurück, das DVD, sehe ich gerade. Das DVD. Dann, warte mal, wieso, warte mal, Englisch steht hier doch gerade nicht. Nee, ist ein DVD. Da, hier, im März kommt die neue, kostet 128, vorbestellbar erscheint Termin 24. März. Und das Geburtstag passt doch, passt Und doch. was ist daran besser oder was ist daran anders als die, die Keine es Ahnung, jetzt das ist gibt? dasselbe wie die. Die sind nur so limitiert, die sind Oder nicht auf ist das nur so Kommando ein exakt so aus. neue so eine neue Kann Shipment-Version? auch sein. Okay. Kann auch sein. Aber es ist wahrscheinlich das Gleiche. Ich meine, ich könnte sie mir ja auf MaxDome mal angucken. Ja, aber da hast du dann nicht die ganzen Extras und so. Und Blu-ray hast du es nochmal. Hast du noch Maximum in 1080 oder 27? Ja, es ist mal, es ist 1080, mal, es schwankt halt, ne? Aber es sieht schon, man sieht auf jeden Fall schon den Unterschied, also zur alten Version. Ja. Das sind ja nur 8 Folgen, ne? 8 Folgen, 9 Folgen, ich weiß gar nicht. Okay. Oh, ich finde den total toll. Also Patrick Swayzes Hip-Moves sind die besten, die ich bisher gesehen habe. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Er und Jennifer Graham. Er sagt, er hätte sie am liebsten rausgeschmissen. Weil es war einfach zu albern. Ich hätte der Bitch am besten eine gescheuert. Die hat sich so angestellt. Ja. Okay. Ja, keine Ahnung.
Ja, Kindergarten. Kindergarten in Hollywood. Bei welchem Dreh war denn das? Aha. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich da der Kameramann gewesen wäre, hätte ich ihn erstmal ordentlich verklagt und das so dermaßen an die Medienglocke gehängt, dass ich da ordentlich viel Geld für hätte. Ja, ohne Scheiß. Ja. Ja, oder Gandhi. Gandhi, weißt du, der wollte nur mit dir rumdiskutieren und rumsitzen. Nein, Gandhi. Egal. Ist schon vorbei. Das sollte jetzt gerade. Naja, egal. So. Okay. Ja, apropos Macken, wir hatten vorhin kurz vor Feierabend, als ich Feierabend hatte. Ich weiß nicht, willst du die Geschichte erzählen, Jörgi? Aber dieser eine Typ, da waren so ein paar Kiddies halt im Laden. Und die haben sich extremst aufgeregt wegen irgendeinem nicht abgegebenen Film. Oder er meinte, der hätte einen Film abgegeben und hat er sehr wahrscheinlich nicht oder keine Ahnung was. Und ich meine, ich habe das alles so ein bisschen beobachtet, halt von hinten, von hinten aus und hab mich dann einfach mal, ich weiß nicht, Jörgi, du hattest dich ja mit dem da irgendwie unterhalten oder beziehungsweise hast da diskutiert mit dem Typen und ich habe einfach mal spaßeshalber, ich habe ihn einfach mal nur angestarrt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Da stand ich so ein bisschen hinter dir und hab mich einfach nur einfach mal so versucht, irgendwie Augenkontakt zu halten. Die ganze Zeit. Immer einfach nur so geguckt, geguckt und dann immer auch Der wurde auf einmal sowas von nervös, wo ich denke so, ja, da kannst halt mal sehen, wie unsicher manche Leute sind. Das ist krass. Das war so ein kleiner, das war, wie alt war der? 14, 15? Ja, weiß ich nicht. Hat aber irgendwie getan, so als wäre er hier King Louis sonst was. Ja, verdammt. Da verließen ihn die guten Geister. Ja, aber ich muss sagen, also ich habe meinen Controller jetzt schon dreimal auf den Boden fallen lassen und ich habe noch keinen einzigen Kratzer oder irgendwie einen Defekt oder sonst was feststellen können. Also dieser Luna White Controller ist schon sehr robust, muss ich sagen. Für Familien? Ach so. Ne, das war jetzt keine Familienschuld, das war einfach nur Jan-Henrik Köbels Schuld, der immer denkt, wenn er ein Headset auf hat, dass er sich frei in der Gegend umher bewegen kann. Ohne dass er dann halt daran denkt, dass er noch einen Controller irgendwo hängt, weißt du? Oh, das ist mir jetzt bisher jedes Mal passiert. Über Bluetooth, ne? Genau. Oder ich habe am PC habe ich ja auch ein Headset und das ist irgendwie extremst lang. Da kann ich irgendwie durch die halbe Wohnung mitlaufen. Ja.
Ja. Genau. Gibt es bestimmt auch, oder? So für die totalen Nerds. So für die. Also genau. Früher war es die Bauchtasche, jetzt ist es der Controller-Clip. So, hey, mein Prestige-Teil. Ach so. Mein Baby. Also kann man jetzt deinen Camouflage Controller in deiner Hand gar nicht mehr sehen? Also ist er jetzt quasi unsichtbar? Oder was? Ja, genau. Ja, das haben wir uns heute eben auch schon gefragt. Das nächste Update, Xbox. Marco hört uns wieder nicht. Warte kurz. Marco hört. Jetzt geht gleich das Fluchen los. Pass auf. Marco? Nee, oh. Ja, ich glaube auch. Das darfst du nicht machen. Nee, das haben wir uns auch schon gefragt. Eigentlich wäre das nämlich jetzt um diese Zeit immer so gewesen. So, ne? Anfangen. Hallo? Ja, gut. Okay. So, neues Update. Neues Update. Wann kommt? Wir dachten heute. Wir dachten heute. Anfang des Monats, ja. In der ersten Woche. In der ersten Woche eigentlich. Ja, so schafft er seine 2 Mille aber auch nicht bis Februar nächsten Jahres. Smirnoff? Smirnoff, ne? Dieser. Ja, das nö. Also ich habe jetzt nicht so die, nee. Ich habe ohne Scheiß, ich glaube Bruce Lee, nee, habe ich nie. Ich habe nie Bruce Lee Film, nein. Sehr wahrscheinlich, ja. Ich war nicht so das Ghetto-Kind. Ja. Ich habe noch damals mit Kühen und mit Schafen gespielt. So, ja.